Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden: Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg, der Geruch von Geld. Und für diesen müssen wir Folgendes machen: Verdienen 200 ausgegrabene duftende Münzen über öffentliche Questziele in der Zaralek-Höhle. Und ja, was sind diese öffentlichen Questziele? Und zwar sind es immer diese Hörnchengeschichten, die wir jetzt hier zum Beispiel über mein Addon schon sehen. Und ja, das sind halt öffentliche World Quests, würde ich jetzt mal sagen. Und bei diesen ist es so, dass wir einfach mit allen Spielern, die in der Nähe sind, diese abschließen können. Der Credit für die wird quasi von allen vorangetrieben. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, gibt es eine Kiste, je nachdem, ob es ein blaues Hörnchen-Event ist oder ein episches. Da gibt es dann eine unterschiedliche Kiste. Die blaue bringt so 1 bis 3 und die epische so 4 bis 8 von diesen Münzen. Heißt, ihr könnt da einige Münzen über diese Events farmen. Und davon gibt es auch tatsächlich eine ganze Menge. Ich habe hier ein Addon drauf, das schimpft sich Tomcat Tours. Da sieht man jetzt die Hörner, die man noch nicht abgeschlossen hat, hier einmal auf der Map. Und die man schon abgeschlossen hat, werden einmal abgehakt. Gut, da sind auch ein paar Rares dabei, also ganz so viele sind es jetzt auch wieder nicht. Und hier ist es so, dass ihr die nicht nur einmal machen könnt, sondern öfter. Wichtig: Ihr müsst auf jeden Fall irgendwas in dem Event machen, ob es ein Mob töten ist oder irgendwelche Items aufsammeln. Das ist ganz unterschiedlich in diesen Events, dass ihr dann auch die Belohnung am Ende kriegt. Wenn ihr da komplett AFK drin steht, kriegt ihr nichts. Also ich habe es schon ausprobiert. Wichtig ist, dass diese Events quasi nicht wöchentlich und auch nicht täglich resetten, sondern die resetten in Clustern. Es gibt quasi in jedem Winkel quasi von der Höhle ein Cluster. Hier ist eins, unten ist eins, hier ist eins, hier ist eins und hier ist eins. Und die resetten einen Tag nach dem anderen. Ne? Das sind insgesamt 5 Cluster und eins ist, glaube ich, immer ab. Heißt, die anderen, die resetten halt immer nacheinander. Bedeutet, alle 4 Tage habt ihr wieder einen anderen Cluster ready. Wenn ihr alle am ersten Tag macht, dann spawnt halt am nächsten Tag der eine Cluster, dann der nächste und der nächste. Ne? Ihr könnt jetzt das Wenn dann immer täglich ein paar mitnehmen, die euch dann wieder freigeschalten werden, oder ihr macht halt einmal pro Woche alle und könnt dann dementsprechend in der nächsten Woche am selben Tag theoretisch nochmal alle machen. Was ihr aber zusätzlich noch mitnehmen solltet, ist hier unten Forscher unter Feuer. Dort gibt es ein Event alle Stunde, und zwar zur vollen halben Stunde, also 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter. Und wenn ihr hier am Ende einen großen Beutel erwirtschaftet, also es ist so, dass ihr da verschiedene Events absolvieren könnt, bis zu 12 Events. Wenn ihr alle 12 Events schafft, kriegt ihr am Ende einen epischen Beutel und da sind 60 Münzen drin. Wenn ihr nur den blauen Beutel schafft, dann kriegt ihr, glaube ich, trotzdem 40 und könnt dann danach auch nochmal auf den epischen spielen und kriegt dann die restlichen 20, also die Differenz, ne, die restlichen 20 bekommt ihr dann noch. Heißt, ihr könnt in der Woche da insgesamt 60 Marken bekommen und es resettet sich wöchentlich, soweit ich weiß. Bedeutet, über die kleinen Events kriegt ihr einen Haufen kleine Marken und hier könnt ihr einmal 60 mitnehmen. Wenn ihr das 2 Wochen macht, habt ihr schon 120, 3 Wochen 160, ne? 180, ups, ein bisschen verrechnet. Also da kommt ihr dann schon auf ziemlich viel und habt das Achievement eigentlich ohne viel Aufwand zusammen. Oder ihr nehmt noch halt nebenbei einen Haufen von den kleinen Events mit und dann gibt es dann auch einen Haufen Münzen. Übrigens, ihr könnt mit diesen Münzen, wenn ihr sie bei dem Händler hier umtauscht, gegen diese begehrten Ornamente, könnt ihr dann auch tatsächlich Mounts kaufen und ein Pet auch. Die Mounts habe ich mir schon gekauft. Eins von dem ist unter anderem das, was 400 kostet. Hatte ich aber auch schon ein Video zu gebastelt. Ne? Also die könnt ihr dann tatsächlich auch für sinnige Sachen verwenden und nicht nur fürs Achievement Farm. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.